Gibt es auch einen Cocktail, der schon vorab gut gegen den Kater wäre, weil was Besonderes drin ist, irgendein Gewürz oder was? Ja, ich würde mal behaupten, nein. Schade. Bei Cocktails ist es, ja, schade. Was ich glaube, das Wichtige ist, dass man nicht durcheinander trinkt. Also nicht wirklich verschiedene Spirituosen einfach mixt. Und auch die Süße ist einfach das Gefährliche. Mhm. Also wenn man viele zuckerhaltig oder Sirup, sehr siruphaltige Cocktails trinkt, dann ist eigentlich Kater vorprogrammiert. Mhm. Also wirklich alles, was süß ist und viel Zucker verursacht, ist einfach, glaube ich, macht schneller einen Kater, als wenn man Sachen trinkt, die einfach nicht so zuckerlastig sind. Auch die Qualität, ne? Klar, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also die Qualität der Spirituosen an sich. Mhm. Aber wie gesagt, vor allem auch, glaube ich, die Süße und der Zucker, der macht viel aus. Mhm. Deswegen immer brav Wasser trinken. Ja. Ganz, ganz wichtig.